Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena. Wir sind hier in Elden Grove gerade noch unterwegs. Da kloppt ein Zombie auf uns ein. Den hauen wir jetzt gleich mal zu Klump. Und ja, ich habe gerade noch kurz zwischen den beiden Folgen zwischengespeichert, damit wir auf der sicheren Seite sind für den Fall, dass ich hier noch mal abkratzen sollte oder so. Keine Ahnung, wo ich suchen soll, ey. Noch irgendwo ein Boot? Egal, wir schwimmen dann jetzt halt darüber. Oh, hier ist aber ganz viel, was man so drunter her schwimmen kann. Das finde ich jetzt etwas krass. Oha. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit? Ja, hier. Aua. Ach, da ist ein Geist, der über mir her am Fliegen ist. Nein. Ich will hier jetzt nicht drauf gehen. Komm her. Ist er jetzt weg? Er scheint jetzt weg zu sein. Schnell heilen. Können wir da rüber irgendwie? Ja. Wir müssten eigentlich... Alter, wie viel ist da hier unter Wasser? Ja, gehen wir mal hier weiter, Richtung Norden. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Hier müssten wir eigentlich sicher sein vor dem Geist. Hier geht's einfach nicht weiter. Ich würde mal da hinten schauen, Osten. Ja, ich hab das Viech gesehen. Wo ist denn das? Nein, 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 nein. Wo ist das Geist? Ach nee, was macht er da hinten jetzt? Nein, 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 weg. Wir müssen eben ganz kurz auf Dingens wechseln. Wo haben wir es? Oh. Ne, da gibt nur 15. Einmal bei dem. Müssen wir ganz kurz wegen dem Scheißgeist hier auf wechseln. Und nochmal heilen. Ja. Gib doch endlich. Vielleicht sind wir tot. Ich hab nicht vor zu sterben hier jetzt, ja? Wechsteil. Digga, kann doch nicht sein. Wie viel hält der aus? Ich hab gleich keine Heiltränke mehr. Oh, der ist tot. Endlich. Oh. Rexgeist.
So, Ebony Battle Axe wieder. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hin. Glück für mich auf jeden Fall so. Hier zum Beispiel. Solve who I am by the riddle of this sign, and all good and evil within shall be thine. My second is performed by my first, and it is thought a thief by the marks of my hole might be caught. Who am I? Solve who I am by the riddle of this sign, and all good and evil within shall be thine. My second is performed by my first, and it is taught. A thief by the marks of my hole might be caught. Who am I? Keine Ahnung, also ich komme da nicht drauf. Bin auch richtig scheiße darin, das jetzt irgendwie auf Deutsch zu übersetzen. Deswegen hören wir uns gleich wieder. So, da bin ich. Ich habe es mir mal die Mühe gemacht, es zwar auf Deutsch zu übersetzen, aber ich kam halt nicht auf die Lösung. Dann bin ich wieder auf diese eine Seite gegangen, diese englische, und habe da mal geschaut, was die Lösung war. Und die Lösung ist tatsächlich das hier. Tut mir leid, dass ich ein bisschen geschummelt habe. Wieder. Oh ne, wieder. Geister, ey. Warum sind das nicht diese weißen, die helleren? Die sind leichter. Oh, und da ist noch einer. Können die nicht alle einfach mal drauf gehen? So, Bracelet, Brown Shield, könnten alle irgendwie wertvoll sein. Und hier haben wir den nächsten. Nice. The third piece of the Staff of Chaos melts onto the other two with a low hum. The throbbing of the ebony rod is faster now, as thought hungry to be reunited with his brethren? Was? Keine Ahnung, was das heißt soll. Aber hier machen wir eben noch ganz schnell ein Safe Game. Machen wir hier auf die 3. Und dann suchen wir uns mal einen Weg hier wieder raus. Ich glaube, der Weg müsste dasselbe sein hier unten rum. Dann wieder zurück nach hier hin. Dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo noch ein Boot finden. Irgendwo einer liegt, ein Floß, ein Boot. Irgendwas in dieser Richtung. Ja, wer ballert da schon wieder? Was sind diese Geister echt? Wie viel haben wir noch an Potions? Digga! Wie viel haben die gefressen? Warte mal. Wir kamen da von Süden. Dann lass uns einfach so schnell wie möglich. Warte mal. Stamina brauchen wir auch. So schnell wie möglich da einfach durchhuschen. Und dann egal, ob der jetzt auf uns ballert oder nicht. Hauptsache durch und schnell weg von denen. Ja, diese Geister habe ich keinen Bock. Wenn die hier so mit Flammen auf mich schießen und ich kann nichts gegen machen. Oder fast gar nichts. So, jetzt müssen wir genau hier. Hier rum. Können wir hier auch einfach hoch. Vor allem, ich bin kein Bogenschütze hier. Also ich habe zwar einen Bogen, aber das ist ein Boot.
Also, so machen. Kann ich den jetzt nutzen, oder? Hallo? Würde das jetzt mal funktionieren? Ah, nice. So, dann suchen wir uns mal den Weg. Osten und dann Süden. Ganz schnell. Die Geister sind mich zu fleißig hier. So, und dann J. Und der Ausgang. Okay. So. Hier müssten wir doch wieder rauskommen, oder nicht? Sechs Ratten. Attackieren die mich einfach? Ah, da ist eine Tür. Okay. This hollow shall be your tomb, for there is no other passage out. Should you answer correctly, you are free. Should you not, prepare to join the last souls of Elmgrove. Elvish Mithril and Argonian Silver crumble I can, but first I improve all creatures created by man. I devour all things, bird and beast, serfs and kings. Storm my pace is even, man curse my speed. Wishing I were lazier in the hour of need. I can creep and crawl or rush, even fly, I am all through heart. Tell me, who am I? Bedauerlicherweise für das vorige Rätsel habe ich mich für dieses Rätsel auch spoilern lassen. Den wollte ich ja so schaffen, aber ich habe blöderweise zu weit gelesen. Deswegen weiß ich, dass hier die Antwort Time ist. Zeit. Das war mein Fehler, meine eigene Schuld, aber konnte ich jetzt nicht mehr dran ändern. So, wir sind jetzt hier oben, das heißt Save Game auf 3. Und dann müssen wir hier den ganzen Weg Richtung Westen jetzt nochmal suchen. Beziehungsweise wahrscheinlich hier rum. Werden nun wahrscheinlich wieder ein paar Wölfe kommen. Hör sich jetzt nach Skeletten an. Wir machen Skelette jetzt hier. Was war das? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas, glaube ich. Oder habe ich es mir eingebildet? Hä? Wo geht's denn hier jetzt raus? Echter Irrgarten hier. Ja, natürlich, wieder diese Geister. Ja, geh doch endlich mal drauf, hallo. Oh, und jetzt noch der Wolf. So, und jetzt Westen. Ich glaube, da kommen wir nicht weit. Ich glaube, wir müssen schon hier rum. Ah, wer ballert da jetzt? Ich habe keine Zeit für euch, ich will raus. So, der hat nichts. Da ist ein roter Punkt, seht ihr den? So, wo war denn jetzt der Ausgang? Ich finde es echt toll, wie ich hier erkundet hatte. Ich weiß ganz genau, wo der Weg ist. Ich werde mich hier nicht nochmal verlaufen müssen. Scheiße. Was? Was war das denn jetzt? Scheiße.
Aber wie es aussieht, wir müssen ein paar Level nochmal aufsteigen, definitiv. Weil wir sind, wie ich das gerade festgestellt habe, ihr hoffentlich auch, noch zu schwach für wahrscheinlich die nachkommenden Dungeons. So, wie kommen wir dahin? Ich glaube, hier jetzt Richtung Westen bleiben. Ah, der schon wieder. Lauf ich dem genau vor die Füße. Ja. Chill mal. Ich habe nicht so viele Health Potions mehr, ja? Oh, Digga. So. Norden. Der hat nichts. Eine Health Potion. Dann müsste es hier schon sein. Ausgang. Ich hoffe, nein, noch nicht der. Da ist. Ja, Urwaldulme, natürlich. So, dann bleiben wir aber noch in Walenwood und gehen mal. Ah, Woodhaf. Komm, lass mal da hingehen. Für 2 Tage brauchen, ja, geht in Ordnung. You have arrived in the city state of Woodhaf. In Walenwood Province. The date is Sunday, 13th of Sunstone in the year 3. Era 391. It took 2 days to reach your goal. The coastal city-state of Woodhaf is the departure point for these bound for Somerset Isles. The wood elves here are friendly and pleasant and seem to have strong ties to magic. Ja, jetzt darf ich... Warte mal, wie spät? 12.05 Uhr in der Nacht und die laufen hier noch so rum. Hallo? Hey, du sag mal. Du sag mal. Du sag mal. Du sag mal. Näher ist da in. Wo ist denn das? Nicht. I'm not really sure. Go southwest for a while and ask there. Okay. Südwestlich. Diese Richtung. Ah, da haben wir einen. Ship. Ah, da ist der Tavernenbesitzer. Nice. Moin. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, eine Person reicht. Dankeschön. Eine Nacht? Ja, gerne. In Gold geht klar, auf jeden Fall. Dankeschön. Okay, ja. Dann pennen wir hier noch ein bisschen. So. Camp for a while. So. How many hours do you wish to rest? Sagen wir mal 8. I think Thorn senses that the pieces come together. You must take care to not be discovered by him. Your death will be most unpleasant. I have divined the location of the fourth piece of the staff. It lies in the Halls of Colossus, a structure built to honor a race of giants, though none have been seen in the land for ages. It is said that the Halls of Colossus sat perched on a cliff overlooking the Great Divide, which is along the southern edge of Tamriel. Perhaps the halls are near that coastline. I only wish I could offer you more. Fare thee well, my friend, and find this place for the sake of our loved ones. Ja, okay. Nice. Wir wissen jetzt wohin. Für das vierte Stück. Aber ich will vorher hier alles mal ein bisschen nach oben pushen und schauen, dass wir mal ein bisschen was verdienen. Hier den können wir zum Beispiel verkaufen, das hier verkaufen, das. So. Und dann würde ich mal sagen, ich mache mir so eine kleine Hausaufgabenliste zur nächsten Folge.
oder zur nächsten Session besser gesagt, dass wir vielleicht ein Stück von eben Erzrüstung nach dem anderen so Stück für Stück einfach mal sammeln gehen. So schauen, wo wir die finden. Das Wasser doch mal. Sieht aus wie Gras. Und dass wir uns dann auch die magischen Items hier einfach mal komplettieren. So, wo sind jetzt die Dings? Nächster Store. Komm, sag mal. Geil, danke schön. Erdenmann, der zeigt mir das direkt auf der Map. So. Legones Finest Armaments. Okay. Also, da lang. Ja, nice. Komm, dann gehen wir mal rein. Werden wir auch nicht reinkommen. Dann haben wir hier noch hier Bracelet. So 1031, nice. Dann hier nicht Ebony Tower, sondern Normal Tower. Genau, der gibt 468. Hat noch irgendwas? Ne, hat nur doch so wenig diesmal mit. Was der hat. Da laufen. Er hat noch nichts. Dann aber einen Rüstungswurf geliefert. Hat er auch nicht. Dann müssen wir die Magiergilde aufsuchen. Sag mal, Magiergilde, wo habt ihr die hier? It's southwest of here. Okay, danke schön. Südwestlich, dahin. Mal schauen, wo wir die finden. So, der kann mir auch bestimmt weiterhelfen. Magiergilde. Ah, noch weiter südwestlich, okay. Südwestlich. Was könnte hier die Magiergilde denn sein? Ich glaube das hier. Gehen wir erstmal ein ganzes Stückchen nach Westen. Machen uns die Tränke nochmal voll, ordentlich. Das wird auch wieder ordentlich an Geld kosten. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwie hier ein paar Königsaufgaben macht, königliche Aufgaben, ein paar Quests. Könnte die Magiergilde schon sein oder Tempel. Oder das hier ist die Magiergilde. Ne, das Tempel. Sag mal. Du hast die Magiergilde doch bestimmt gesehen, ja? East of here. Wie jetzt? Östlich von hier? Das hier jetzt oder das da? Bin ich jetzt ein bisschen oder ist das da?
Bin ich jetzt am richtigen Eingang? Hier rum, da rum? Nö. Ich hoffe, dass das hier. Sieht eher nach einem Tempel aus. Ja. Oh, die Magiergilde, die wird mir hier noch Probleme machen. Warum können die mir nicht die genaue Location direkt zeigen von der Magiergilde? Von da hin? Oh, warte, da war doch gerade. Hier, da ist doch gerade einer. Sag mal, Magiergilde. Northeast of here. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür suchen muss. Ob ich die überhaupt hier finde. Ah, das könnte die vielleicht schon sein. Oder die junge Dame hilft mir hier. Ah, nice. Ah, da ist sie. Dann schauen wir mal, ob die hier irgendwas von Items haben, die ich haben will. So, erstmal Magic Items. Aber die haben immerhin Potions, warte. Erstmal schauen, wie viel haben wir noch an Potions. Wir haben ordentlich was verballert, was Potions angeht. Stamina 18 und Healing 51. Also hier brauchen wir 49 und da 2. Dann Stamina. Ja. Und hier liegen 9 und jetzt 4, 9. Das wird wieder teures Unterfangen, aber ja. Was heißt dann? Jetzt können wir uns langsam wirklich auf die Suche nach den Ebenerzartefakten machen. Also nicht die Artefakte, sondern Ausrüstung machen. Und ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ab der nächsten Folge geht's auf die Jagd. Da machen wir erstmal noch nicht weiter Story, sondern versuchen unsere Ausrüstung hier vollständig in Ebenerz zu vervollständigen und zusehen, dass unsere Werte deutlich nach oben steigern. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.